kurzen Augenblick. So, ich weiß nicht, ob ich es geschnitten habe oder nicht. Ich hoffe, ich denke dran, das zu schneiden. Das ist jetzt in dem zweiten oder dritten Part. Boah. Nee, da war der Hustenreiz ein bisschen zu groß. Den habe ich nicht kommen sehen. Und danach ging es noch ein bisschen weiter. Das habe ich jetzt ein bisschen abgehustet. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder ein bisschen palabern. Also ich werde ein System einführen, was eine stetige Erinnerung, also pro Video eben, ein bis zweimal, es wäre effizienter, das zweimal in ein Video reinzunehmen, aber mir graust schon, dass ich es einmal machen muss, das eben an die Likes erinnern soll, dass die gemacht werden, wenn es einem gefällt, weil viele vergessen es einfach und machen es nicht aus Mutwillen nicht, sondern vergessen es halt einfach. Ich vergesse es auch oft, keine Frage. Und, ja, also ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Also es kann sein, dass ich mich dazu entscheide, mir irgendwie einen coolen Spruch zu überlegen, den ich dann halt standardmäßig sage, genauso wie meine Begrüßung mit Servus und Servus-Leiter Verabschiedung. Dass es quasi so ein Standardspruch wird, weiß ich noch nicht. Falls ihr da eine Idee habt oder wie ihr dazu steht, haut es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich echt sehr interessieren. Was, also jetzt mal nur zu der konkreten Frage, was haltet ihr davon, wenn ich damit anfange, Call to Action zu machen, also wirklich Likes zu erbitten. Also jetzt nicht irgendwie zu erzwingen oder zu erbetteln, sondern einfach nur halt im Video und sagt, hey, gebt mir mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Das mache ich ja sehr, sehr selten. Also es muss halt wirklich ein Video sein, wo ich persönlich sage, da ist es mir jetzt wirklich wichtig, um weitere Feedback neben den Kommentaren noch zu bekommen. Also wenn es jetzt zum Beispiel wie bei Need for Speed Part 1, da war es mir sehr, sehr wichtig, dass man da mal einen Daumen hoch gibt, wenn es einem wirklich gefallen hat, um dieses Feedback zu haben fürs weitere Let's Play. Aber fürs Kanalwachstum ist es leider sehr essentiell, dass man diese Daumen bekommt, dass man Likes sammelt unter den Videos und dass reichlich kommentiert wird. Ich finde es nur eine rechte Schwierigkeit, das so zu transportieren, dass es nicht scheiße klingt. Und ich finde, egal wie man es macht, es klingt immer scheiße. Ich bin auch kein Fan davon. Also wenn ich das jetzt von einem YouTuber höre, den ich selber gucke, denke ich mir so, ei, muss das sein? Der einzige, wo ich sage, okay, der sagt es zwar jedes Mal, aber dann langweilt es mich eigentlich gar nicht, ist Le Floyd, aber der sagt auch wirklich jedes Mal, und das ist die einzige Tatsache, die mich dran langweilt, dass es quasi jedes Mal sagt, aber halt trotzdem durch diese persönlich moderierte Endcard trotzdem noch einen freundlichen Touch hat und nicht schneiderisch wird, also dass es unbedingt braucht, unbedingt haben will und dass er sagt, ey, liked mal, ne, hier, zack, zack, sondern das wirklich auf einer freundlichen und bodenständigen Ebene macht. Da sind mir dann halt diejenigen lieber, die es gar nicht machen. Aber die können es halt auch leisten. Wenn ich da an Gronkh denke, der braucht da nicht um Daumen zu betteln. Der hat eine eigene Firma. Den Deutschlands größten Kanal, Deutschlands größten Gaming-Kanal sowieso. Also da ist es klar, der kann sich das sparen. Kleinere Kanäle können sich es nicht sparen. Leider. Also ich kann euch sagen, mit Husten aufzunehmen ist echt nicht lustig. Ja, und da ich mich kenne, werde ich mindestens einmal vergessen, irgendwelche Hustenanfälle oder deren Mikropausierungen rauszuschneiden. Also wundert euch bitte nicht, wenn jetzt zum Beispiel gerade eben oder vorhin oder in irgendeinem Part jetzt von dieser Aufnahmesession mal eine Stelle kommt, wo ich gar nichts sage, wo einfach nur Bild ist, wo sich nichts bewegt. Ich habe gehustet. Ja, genau so. Ja, das ist ein ziemlich saftiger Schleimbatzen, den ich damit rumtrage. Um es mal beim Namen zu nennen, das Kind. So.
Das lassen wir jetzt erstmal so, ne? Weil die Ecke will ich ja noch zur Erlebnishöhle umfunktionieren. Haben wir hier noch einen, da noch einen. Sehr hübsch. Genau. Habe ich jetzt hier noch... Ne, hier ist alles fertig. Dann machen wir hier direkt weiter. Genau, weil die Ebene wollte ich ja auch noch mitnehmen eigentlich. Aber da muss ich jetzt trotzdem noch eins tiefer legen. Was soll ich jetzt sagen? Genau, dieses System halt. Und ich habe mir überlegt, wie mache ich denn das? Ich bin noch zu keinem Entschluss gekommen. Und ich finde ja halt eben, egal wie freundlich man sagt, es kommt immer irgendwie Kacke. Und ich verbinde mit diesem, ja, gib mir mal einen Daumen hoch, immer so ein gewisse, ja, so ein gewisses Betteln. Und das will ich halt nicht machen. Ich weiß jetzt, dass diejenigen, die mich schon lange gucken, die wissen das, wie ich dazu stehe. Die wissen, wenn ich es mal sage, dass da überhaupt nichts dahinter steckt, sondern wirklich nur das Feedback. Dass ich jetzt aber auch offen kommunizieren will, dass wenn ich es jetzt dann sage, ab nächsten Jahr, also ich mache das erst ab nächsten Jahr, dass ich das dann einbinde, nicht jetzt schon, um eine gewisse Vorlaufzeit zu haben, um mich da seelisch auch drauf einzustellen. Ich möchte es auch offen kommunizieren, dass ich da damit meinen Kanal zum Wachsen bringen möchte. Dass es nicht einfach nur so, ja, Schneiderei ist, sondern dass ich wirklich sage, hey, ich muss das machen. Das ist wichtig. Das ist wichtig für den Kanal, das ist wichtig für mich, das ist wichtig für die Gesamtwürdigung meiner Arbeit hier auf YouTube. Und das möchte ich auf jeden Fall immer so transportieren. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, okay, der macht es jetzt für Geld und dass ich in irgendeiner Weise arrogant abdrifte. Das weiß ich aus eigenem Antrieb und aus eigener Einstellung natürlich zu verhindern, aber wie es wirkt, ist halt immer die Frage. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall so einbinden, dass auch neue Zuschauer, die mich das erste Mal sehen, nicht denken, ah, leck, Alter, ich bin jetzt 20 Sekunden auf dem Video und schon will der ein Like haben. Was ist denn das für ein Arsch? Darauf habe ich keinen Bock. Bei vielen Zuschauern ist es auch scheißegal, aber es gibt dann halt trotzdem noch diese, ich sag jetzt mal, 20-30%, die sich sagen, ey, also wenn er um Likes bettelt, dann kriegt er erst recht keine. Ja? Und das ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ja, okay, scheiße, ich möchte von den Leuten auch die Likes haben, sondern ich möchte, dass soweit es mir möglich ist, dass die Leute ein korrektes Bild von mir haben. Weil ich ja auch mit meinen Videos eine gewisse Öffentlichkeitsrolle habe. In sehr kleinem Maße bisher noch, aber das kann sich ja ändern. Und dass ich damit nicht strikt auf das Ziel hinarbeite, Geld damit zu verdienen oder likegeil zu sein oder was weiß ich immer. Für Gründe, die da so kursieren. Das möchte ich alles nicht sein, das möchte ich alles nicht transportieren. Und da suche ich noch nach einem Weg. Also es gibt eigentlich nur zwei Wege, wie man diese Aufforderung in Videos reinbringt. Entweder man sagt's, am besten immer zum gleichen Zeitpunkt, damit die Langzeit-Zuschauer auch immer... Ah, ja klar, stimmt, habe ich ja noch gar nicht gemacht. Mensch, mache ich gleich mal. Und dass auch neue Zuschauer, bevor sie weiterklicken und keinen Bock mehr aufs Video haben, sich denken, naja gut, was ich bis jetzt gesehen habe, war ganz okay, kann man ja mal einen Daumen geben. Also am besten früh und spät im Video jeweils. Entweder man sagt es einfach, oder man macht es wie viele andere auch schon, man macht eine Einblendung. Also man bastelt sich so eine kleine Grafik, die halt dann immer an einem bestimmten Punkt im Video erscheint. Ja, lass mir mal ein Like da. Das Problem daran ist, wenn man es sagt, fährt sich das irgendwann total fest. Also, es hört sich jedes Mal gleich an. Du hast in diesem Satz, verlierst du jegliche persönliche Note, weil du ihn immer und immer und immer wieder sagst. Und irgendwann werde zum Sprachjargon dazu. Weißt du, dann sagst du ihn automatisch. Das ist was ich nicht will. Also, es ist schwierig, das für jedes Video besonders zu machen. Das ist eben das, was LeFault mit seinen Endcuts gut macht. Das hat immer einzeln und natürlich auch optisch sichtbar, also quasi mit Facecam, weil er sich ja in seinen Videos sowieso immer komplett filmt. Sehr persönlich transportiert, auch wenn er im Prinzip immer das Gleiche sagt. Aber es ist schwierig, das vor allem als kleiner Let's Player irgendwie so zu transportieren, dass es nicht scheiße kommt. So. Bei der Grafik ist halt das zusätzliche Problem, sehen die Leute wirklich? Ich meine, du kannst jetzt auch nicht so eine Quereinblendung über den gesamten Bildschirm machen. Ja, lass mir mal ein Like da, das kommt ja mal richtig. Das geht also auch nicht. Aber wie machst du es denn dann? Ja, das ist eine gute Frage, ne?
Also ich freue mich da über Anregungen. Ich bin selber noch am Überlegen. Momentan tendiere ich wirklich zu so einer Grafiksache. Die müsste aber auch meinem Stil entsprechen. Und dem neuen Design dann natürlich.